Habe ich gerade meine Vampirzähne verloren? Aua. Wir ignorieren einfach, dass das gerade gar nicht ins Video gepasst hat. Ha. Yo, yo, Kelly, aka Mrs. Vlog, hier. Linnae, acht, wollte gerne wissen, wann ein neues Video von mir kommt. Und meine Antwort darauf ist... Jetzt! Woohoo! Warum ich immer auf dem Boden sitze? Na, weil untenrum meistens das hier abgeht. Beruflich mache. Ich gehe noch zur Schule, was mich langsam aber sehr, sehr sicher umbringt. Und was einer der Gründe ist, warum ich zurzeit wirklich, wirklich wenig Zeit habe, Videos zu drehen. Ach, zum Glück ist das Schätzchen hier schon fertig, meine Seminararbeit. Spaß, ich würde doch nie meine 15-seitige Seminararbeit abfackeln. Ob ich Geschwister habe? Ja, sogar eine very lovely sister aus London. Was mit meiner Lippe ist, das kann ich euch genau sagen. Ich weiß nicht, ob man es noch sieht. Man sieht es wahrscheinlich auf der Kamera nicht. Aber ich versuche die Szene mal nachzustellen. Oh, ich habe mir auf die Lippe gebissen. Ich verblute. Gar nicht tollpatschig. What? Dreimal dürft ihr raten, was mein Lieblingstier ist. Mausi, guck mal. Hallo. Gary. Hallo. Du flauschiger Hund. Bleh, 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 bleh. Bleh, 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 bleh. Bleh, 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 bleh. Oh mein Gott, oh mein Gott, es bewegt sich alles. Ich bin so verwirrt. Ich bin ein Hund. Ein verwirrter Hund. Hunde! Welche Körbchengröße hast du? Vergleiche es mit Obst. Also, ich kann echt keine Frage beantworten, bei dem Körbchengröße mit P geschrieben wird. Und wenn ich dir meine Körbchengröße sag, kannst du dir nicht mal ein Bild davon machen, weil ich es dann auch noch mit einem Obst vergleichen muss. Und du denkst ernsthaft, so eine Frage beantworte ich? Also nur, um es dir nochmal zu sagen, falls du es nicht verstanden hast. Nein! Was meine Harry Potter Lieblingsfiguren sind? Ich habe eigentlich, ich liebe, oh, alle Liebe. Ja, aber meine zwei Lieblingsfiguren sind Fred und George. Ich liebe Fred und George. Wenn es Fred und George in echt geben würde, würde ich Fred oder George heiraten. Oder Fred und George. Magst du Lord Abaddon? Unterwirfst du dich? Ich mag Lord Abaddon so sehr, ich spiele sogar manchmal Lord Abaddon. Lieb dich, Max. Ob ich alleine wohne? Nein. Ob wir Freunde sein wollen? Ich brauche keinen Freund mehr. Ich habe schon eine Freundin. Aha. Okay, du kannst wieder gehen. Aha. Alles, was man nicht anfassen oder sehen kann, existiert nicht. Kannst du dein Gehirn anfassen, Kelly? Du bist also der Ansicht, folgende Dinge existieren nicht? Liebe, Schwerkraft und sämtliche andere physikalische Kräfte, Frieden, Glück, Schmerz, Sonnenstrahlen. Die schönsten Dinge im Leben kann man nicht sehen oder anfassen. Mein Gehirn gehört zu diesen Dingen. Also solltest du dich lieber mal auf die Reise nach der Suche deines Gehirns machen. Und jetzt ist Mystery Time. Warum taucht im Video 20 Dinge, die ich 2011 gelernt habe, bei 1,33 die Zahl 13 unten am linken Bildrand auf? Ich weiß, es war das 13. Ding, doch war es ein so phänomener Zufall? Beim 13. Ding redest du über den Weltuntergang. Jeder weiß, dass die 13 eine okkulte Unglückszahl ist. Was hat es also mit dem Ganzen auf sich? Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mehr über mich erfahren. Ich hoffe, ihr wolltet überhaupt mehr über mich erfahren. Um kein Video mehr zu verpassen, hit the subscribe button. Bam! Und dann sehen wir uns auch das nächste Mal. Tschüss!